brandneue Opel Mokka. Da kann ich mir ja gleich das allererste Wortspiel gar nicht verkneifen. Stell dir vor, du gehst in den Laden, bestellst Mokka und bekommst ein Auto und keinen Kaffee. Wenn ich an so einen Autotest rangehe und mir so ein neues Auto anschaue, dann kommt es natürlich, wenn man sich reinsetzt, als allererstes natürlich darauf an, wie sitze ich. Und diese Sitze bei Opel sind ja durch ein Siegel ausgestattet von der Aktion Gesunder Rücken. Die haben das AGR-Siegel. Das bedeutet, da haben sich Sitzingenieure Gedanken gemacht, wie man einen für Langstrecken besonders ergonomischen Sitz konzipiert. Und da fühlt man sich auch direkt wohl. Was natürlich noch besonders wichtig ist, ist natürlich auch das Lenkrad, weil da gehen die Finger dran. Und da, was finde ich ein bisschen irritierend, wenn ich jetzt 2:45 greifen will und hier oben auf die zwei Knöppel die Daumen drauflege, dann habe ich durch die relativ dicken Speichen hier im Lenkrad nicht wirklich eine Position, wo ich meine Finger hinlegen kann. Aber sonst macht der Opel Mokka wirklich einen hochwertig verarbeiteten Eindruck. Das Kunststoff hier, das ist auf jeden Fall schön hochwertig verarbeitet. Die Motoren, mit denen der Opel Mokka angeboten wird, sind zwei Benziner. Einstiegsmotorisierung ist der 1,6 Liter Ecoflex Motor, der ein Saugmotor ist. Und wir haben hier die zweite Motorisierung, das ist ein 1,4 Liter Turbomotor. Der hat auch ein Allrad, also den Opel Mokka gibt es wahlweise mit Frontantrieb oder eben auch mit Allrad. Und wir haben hier in der 1,4 Liter Turbo-Version 140 PS und 200 Newtonmeter. Und wahlweise gibt es natürlich auch noch einen Dieselmotor. Eigentlich bin ich ja nicht so der Fan von den ganzen Downsizing-Motoren, weil die kleinen Motörchen mit Turbos drauf und so weiter und so fort, die sollen natürlich in erster Linie sparsam sein, aber sie sind auch so ein bisschen die Entdeckung der Langsamkeit. Und wenn man sie dann ein bisschen tritt, dann steigt natürlich auch wieder der Spritverbrauch. Aber ich muss sagen, jetzt bei dem 1,4 Liter Turbo hier, da fühle ich mich nicht untermotorisiert. Und nochmal zurückschalten. Ja, der hat einen kernigen Sound. Wenn man drauf drückt, das macht schon echt Freude. Von der Schaltung her finde ich die Wege ein Ticken zu lang. Also die ist schon ganz knackig, man kann hier wirklich schön knackig schalten. Man hat ein 6-Gang-Schaltgetriebe, das gefällt mir natürlich persönlich auch sehr gut, weil man dann noch einen etwas länger übersetzten 6. Gang hat, um dann auf der Autobahn gemütlich dahin zu cruisen und nicht allzu viel Sprit zu verbrauchen. Über den Opel Mokka gibt es eigentlich gar nichts Negatives zu sagen. Das Einzige, was ich an Kritik zu vermelden hätte, ist, wenn ich mir hier die Mittelkonsole anschaue, dann sind diese 4 Drehdrückschalter, das ist vielleicht ein bisschen viel. Also man hat einen Volumenschalter fürs Radio, man hat hier fürs Navigationssystem einen Schalter, den ich ohnehin erstmal verstehen musste, denn das ist ein Kippschalter in alle 4 Richtungen und außen ist ein Ring drumherum. Den Ring muss man aber zum Entern alleine drücken, also nur den Ring und nicht den Kipp-Dreh-Drückschalter. Das sind so 3 Schalter in einem. Es ist ein Drehschalter, es ist ein Kippschalter, es ist aber auch ein Drückschalter. Aber nicht der Kippschalter ist der Drückschalter, sondern nur der Ring ist der Drückschalter. Und dann haben wir natürlich auch noch mal für die Klimazonen hier auf jeder Seite für die Klimaanlage noch mal ein Schalterchen. Und für mich persönlich, das ist zu viel. Thank you.
Mein Eindruck vom Opel ist, dass es ein sehr solide verarbeitetes Fahrzeug ist. Er ist schön kompakt, aber damit passt er auch in die Zeit. Denn kompakte SUVs stehen ja absolut im Trend. Ich meine, mit 4 Metern knapp 30 ist es wirklich eigentlich ein Kleinwagen. Oder wie man halt eben auch so schön schreiben kann, ein subkompaktes SUV. Ungefähr jedes sechste Auto, was in Deutschland verkauft wird, ist ja ein SUV. Und da möchte natürlich Opel auch ein Stückchen von diesem Kuchen abhaben, damit sie wirklich mit diesen mittlerweile wieder sehr hochwertigen Autos, die sie bauen, ein bisschen aus diesen schlechten Nachrichten, die dauernd um Opel kursieren, ein bisschen aus diesem Sog herauskommen. Und deswegen hoffe ich, dass der Opel Mokka auch Opel gute Verkaufszahlen bescheren wird. Denn was mich in letzter Zeit so ein bisschen stört, ist, dass die Opel-Leute, die kommen aus den schlechten Nachrichten gar nicht mehr raus. Sie sind eigentlich so ein bisschen wie im Würgegriff der Schlange. GM setzt dauernd den Rotstift an, dann geht es immer wieder um den Standort in Bochum, um Mitarbeiter, Stellenstreichungen und so weiter und so fort. Und das haben sie eigentlich gar nicht verdient, denn Opel ist ein Traditionshersteller. Ich meine, die haben eine 150-jährige Geschichte. Und die haben angefangen mit Fahrrädern und haben wirklich sehr schöne Autos gebaut. Die hatten stolze Namen wie Opel Kapitän, Opel Diplomat. Und irgendwann hatten sie mal Pech mit einer Personalentscheidung. Da kam dann ein, der hat den Rotstift angesetzt und dann wurde aus der stolzen Marke Opel ein klappriger Caravan. Und das hat Opel, denke ich, überhaupt nicht verdient. Denn man muss natürlich auch mal überlegen, in Deutschland ist die Automobilindustrie eine Schlüsselindustrie. Und die ist deswegen auch so stark, weil eben ein gesunder Wettbewerb herrscht. Und deswegen hoffe ich, dass Opel auch aus diesem Strudel von negativen Nachrichten endlich mal herauskommt und mit solchen sehr solide verarbeiteten und schönen Autos wie dem Opel Mokka mit guten Verkaufszahlen auch mal ein bisschen aus der sogenannten Dauerkrise herausfahren kann. Denn unsere Automobillandschaft würde ohne einen Hersteller wie Opel um einiges ärmer werden. Aber es gibt natürlich nicht nur schlechte Nachrichten von Opel. Es gibt auch besonders gute Nachrichten. Wenn man wie der Opel Mokka zum Allradfahrzeug des Jahres gewählt wird, dann weckt das natürlich relativ hohe Erwartungen. Und die ganzen Offroad-Fans, die jetzt wissen wollen, was der Opel Mokka im Gelände kann, die sollen einfach mal hier klicken. Und dann könnt ihr euch gleich anschauen, wie der Klaus Hofmockel in Langenaltheim den Opel Mokka mal unter die Lupe nimmt und schaut, was der im Gelände kann. Mein Fazit zum Opel Mokka ist, man bekommt ein sehr solides Fahrzeug, das vom Design her ein bisschen verspielt wirkt, wenn man sich den von außen anschaut. Man hat allerdings die Vorteile klar auf der Hand. Die Sitze sind auf jeden Fall gerade für lange Strecken extrem gut geeignet. Man hat einen agilen kleinen Motor, der einen moderaten Verbrauch hat. Und der Startpreis liegt bei rund 19.000 Euro und man kann sich natürlich wie bei jedem deutschen Hersteller auf der Aufpreisliste noch austoben.